Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, euer Open Beta hier mit Movie Days. Und heute geht es um Wir. Alle haben mir gesagt, das wird der neue Horrorfilm, der das ganze Genre neu aufleben lässt. Und ich muss dazu erstmal sagen, guckt diesen Film ohne Story, denn die Story ist kompletter Mist, Bullshit as fuck. Und Jumpscares oder Horror so von Beklemmtheit tut sich bei mir auch nicht auf. Finde ich ein bisschen schade, weil ich wollte wirklich hier eine gewisse Beklemmheit spüren. Sie wird auch in der ersten Horrorsequenz zu den ersten 15 Minuten würde ich jetzt mal sagen, sehr gut eingeführt mit dem kleinen Mädchen, was im Spiegelkabinett sich verläuft. Wie wir später herausfinden, ist das die Frau, die hier auch gerade im Hintergrund zu sehen ist, beziehungsweise ihr Gegenstück. Ja, und was da dann passiert, was uns später dann eröffnet wird, klar gemacht wird, zum Ende des Films und dann noch ein bisschen Story mehr, das erschließt sich mir einfach nicht. Es ist einfach dumm. Man versucht hier eine Story in einen Film zu pressen, der keine A braucht und B keine hat. Es ist einfach sinnlos. Mit einem Regierungsprojekt, Leute, die nicht sich dem System anpassen, hier versuchen, da den Leuten praktisch ein gehorsameres Ich zu verpassen und sie bei Nöten einfach auszutauschen. Einfach dumm. Braucht ihr nicht sehen, will kein Mensch. Auch diese Verbindung der beiden Personen, die sich auf praktisch ganz Amerika erstrecken. Wie? Warum? Es ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Punkt. Und ja, dann kommen wir mal zum zweiten Part des Films, nämlich im Haus der Bekannten dieser Familie, die auch irgendwie wirken, als wenn, also es gibt vorher eine Szene, da sitzen die in Los Angeles am Strand und ja, dann unterhalten die sich und der Dialog wirkt sehr krampfhaft, als wenn die Personen sich gar nicht kennen würden. Die Männer am Anfang des Gesprächs noch, ja, ey, cool und ja, ich habe jetzt das und bin super reich und ja, ey, ich habe mir ein Boot gekauft, aber es wirkt so, als hätte man hier also vier fremde Personen ineinander gesteckt und der Dialog. Also mir kommt es so vor, als wenn man denen gesagt hätte, ja, ihr kennt euch so lange und so, aber da liegen immer ein bisschen Welten zwischen. Ihr trefft euch praktisch gefühlt einmal 10 Jahre. Ja, wow, toll. Der Dialog ist daher in meinen Augen auch sehr, sehr schwierig, sehr bedrückt. Und für mich wirkt es einfach wie zusammengeschmissen. Vielleicht soll das auch so sein, aber hier dann einfach für mich nicht gezündet, was sich auch den ganzen Film irgendwie so fortführt, aber in Einzelsequenzen dann doch wieder so klingt, als wenn sie sich von früher her kennen und jetzt halt ja einmal im Jahr oder was wiedersehen. Interessiert auch keinen. Aber zurück zu der Stelle, wo wir in das Haus der zweiten Familie kommen. Und ab da
kommt so ein kleiner Hoffnungsschimmer, denn da nimmt der Film sich nicht zu ernst, hat auch einen sehr coolen Soundtrack und gibt dann ein bisschen mehr Spaß in die Sache. Leider hier auch wieder ohne einen guten Horroraspekt für mich. Es kommt für mich kaum bedrückende oder beklemmende Emotionen auf oder das Gefühl, dass es jetzt beklemmend sein soll und ich mich dann auch wirklich beklemmt fühle. Und das trägt sich so durch den ganzen Film hinweg. Das Einzige, was ich vielleicht sagen würde, wer Beelzebub Eyes in was lockerer sehen möchte, da, ja, dann könnte es vielleicht zünden, da könnte es Spaß machen. Aber für einen normalen Kinogänger oder der auf Slashers steht, zündet das einfach für mich überhaupt nicht. Und auch als normaler Zuschauer, ja, es ist leichter Horror. So, mehr, ne, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es fehlt an richtiger Beklemmung, es fehlt an richtigen Horrorelementen, die für mich jetzt so. Ich will mal Beispiele nennen. Im Spiegelkabinett kriegt man ein sehr gutes Gefühl für Bedrückung. Auch davor, wo sie so, sich urplötzlich von ihrem Vater wegbewegt und also die Hauptfigur, um die sich alles dreht in diesem Film. Da merkt man schon, oh, da kommt jetzt ein bisschen die Angst mit, was ist, wenn das Kind weg ist, wie fühlt sich das Kind. Da kann man sich so ein bisschen reinversetzen, kommt danach aber ehrlich gesagt nie wieder so hervor, geschweige denn, dass man sich wirklich erschrecken würde oder so. Ist für mich ein seichter Film, der für mich sehr viel Potenzial verschenkt und an den falschen Ecken spart. Tja, fünf DVD-Abend mit jemandem, der sich leicht erschrecken kann, vielleicht noch okay für alle anderen. Geschenkt, lasst es bleiben. Also ich verstehe diesen Aufschrei nach, dass es die neue Horror-Hoffnung überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt Get Out nachholen wollen würde, oh, ich sehe da so ein bisschen schwarz. Haha, ne? Nein, Spaß beiseite. Also, ich habe da keine guten Hoffnungen drin und von daher kann ich diesen Film einfach beim besten Willen jetzt nicht empfehlen. Ich hoffe, Get Out wird da besser, wo ich mir jetzt Friedhof der Kuscheltiere und den schon angesehen habe, werde ich den wahrscheinlich, also Get Out, jetzt wahrscheinlich auch nachholen, nur um das dann im Endeffekt so ein bisschen abschließen zu können und sagen zu können, wie mir dann diese ganze neue Hoffnung des Horrors gefallen hat. Ja, ich habe da aber keine guten Hoffnungen drin. Aber nichtsdestotrotz kommen wir zum Ende. Ich denke, ich habe jetzt sehr ausführlich darüber geredet. Liken, teilen, kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Open Beta. Ciao.